Liebe Schwestern und Brüder, jeder Neuanfang beginnt voll Begeisterung und Enthusiasmus. Man startet positiv mit der Hoffnung, ein Ziel zu erreichen. Ein Student wollte gut lernen, beginnt das Schuljahr mit voller Energie, will alles richtig machen und gute Noten bekommen. Aber als die Tage vergehen, sinkt langsam das Interesse und der Eifer. Wir fangen an, etwas Neues zu lernen, sei es eine Sportart, ein Musikinstrument oder gar der Schritt ins Fitnessstudio. Nach einiger Zeit kommen Probleme, Stürme, die unsere Motivation kaputt machen, die uns das Ziel erschweren. Ein Ziel zu erreichen inmitten von Schwierigkeiten und Turbulenzen, besonders wenn der Gegenwind stark ist, ist fast unmöglich. Da brauchen wir jemanden, der uns hilft, Ratschläge gibt, der seine Hand ausstreckt und uns stützt. So ist es auch im heutigen Evangelium. Jesus und seine Jünger wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie setzen sich ein Ziel. Aber auf dieser Reise erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Liebe Mitchristen, auch wir sind noch unterwegs auf der Überfahrt. Ich weiß nicht, wie viele Stürme jeder einzelne von uns bereits hinter sich hat oder wie viele ihm noch bevorstehen. Wichtig ist, dass wir in unser Boot, Lebensboot, auch Jesus hineinnehmen, mitnehmen. Mit Jesus können wir unser Ziel erreichen, inmitten vieler Stürme, die uns auf dem Weg bevorstehen. Jesus darf auch schlafen auf der Reise. Manchmal bekommen wir keine Hilfe, keine Antwort von ihm. Wichtig ist, dass wir ihn aufwecken mit unserem Gebet, so wie die Apostel. Sie weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still. Wenn wir ihn rufen, so glaube ich, steht er auf und hilft uns. Und so kann ich nur hoffen, dass jeder von uns seinen Weg im Glauben zu Ende geht, ohne sich fragen lassen zu müssen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Liebe Gemeinde, wer das Ziel vor Augen hat, ist damit noch nicht am Ziel. Man muss danach streben. Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Christus zu sehen, mit ihm zu sein, ist das nicht unser Ziel? Das ist möglich nur mit ihm im Boot. Mit Jesus ans Ziel. Amen.